Ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Gesundheit. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Herzrhythmusstörungen stehen diesmal in unserem ersten Beitrag im Mittelpunkt. Die Ursache dafür kann manchmal ganz harmlos sein. Ab und zu schlägt das Herz einfach ein bisschen schneller, weil man vielleicht zu viel Koffein konsumiert hat. Manchmal kann es aber auch sein, dass Fehlsignale ans eigene Herz gesendet werden. In Sachen Behandlungsmethoden hat sich hier einiges getan. Herzrhythmusstörungen sind ein Spezialgebiet hier im Herzkatheterlabor in Kempten. Ein Patient, der hier behandelt wurde, ist Sieghard Schneider. Er litt ganz plötzlich mitten in der Nacht an starkem Herzrasen. Beim ersten Mal, was aufgetreten ist, da war dann am nächsten Tag war es wieder normal. Oder konnte also dann auch am EKG nicht mehr nachgewiesen werden, dass irgendwas im Gange war. Ja, aber so nach 4 Wochen, 5 Wochen ist es dann wieder aufgetreten. Das war das Vorhofflattern damals. Und da, das war am Wochenende und da bin ich also dann gleich am Montag, Sonntag auf Montag zum Hausarzt und da hat man dann sofort EKG gemacht und gesagt, also okay, das ist Vorhofflattern, sofort ins Krankenhaus. Und dann bin ich hier gelandet. Nach weiteren Untersuchungen stand dann fest, ein Eingriff hier im Herzkatheterlabor kann ihm helfen. Denn das Herzrasen wurde von elektrischen Fehlimpulsen im eigenen Herz ausgelöst. Das merken Patienten durch ganz unterschiedliche Symptome. Entweder dadurch tatsächlich, dass man wahrnimmt, dass im Brustkorb das Herz zu schnell schlägt. Viele Patienten beschreiben auch eine Pulsation im Bereich des Halses, woran man merkt, dass das Herz einfach zu schnell unterwegs ist. Oder aber dann dadurch, dass das Herz aufgrund seiner hohen Frequenz weniger Blut pumpt. Zunächst ist es ja so, dass das Herz schneller schlägt, wenn wir uns anstrengen, um mehr Blut in den Körper aufzuwerfen. Ab einer bestimmten Frequenz wird das Herz aber ineffektiv bei dieser Aktion. Das heißt, es gibt so ein Optimum von einer oberen Frequenz, und wenn die überschritten wird, dann nimmt die Herzleistung ab. Das Herz verbraucht dabei sehr viel Sauerstoff, sehr viel Nährstoffe. Das heißt, auch die Versorgung des Herzens selbst wird dann schlechter und der Patient empfindet dann entweder Luftnot oder sogar Angina pectoris Beschwerden. Wer unter solchen anfallartigen Schmerzen in der Brust leidet, sollte sich an einen Arzt wenden. Durch ein EKG können die Ursachen der Herzrhythmusstörung erkannt und genauer geklärt werden. Bei Sieghard Schneider ging es dann mit einer sogenannten elektrophysiologischen Untersuchung weiter. Letztendlich geht es darum, aus dem Herzen direkt elektronische Signale abzuleiten. Jeder Patient kennt die Schreibung als EKGs von der Körperoberfläche. Da versuchen wir, die elektrische Erregung des Herzens abzuleiten. Es geht sehr indirekt. Jeder weiß, das Herz sitzt im Thorax drinnen. Die Ableitung erfolgt an der Oberfläche. Um das Ganze zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Das Herz ist letztendlich eine Muskelpumpe, die wie jede andere Maschine, wie jede Pumpe, ein Signal braucht, damit sie weiß, wann sie arbeiten soll. Das passiert in unserem Herzen dadurch, dass jeder von uns einen ganz kleinen Schrittmacher im Herzen sitzen hat, sogenannte Sinusknoten. Das ist ein Impulsgeber, der kleine elektrische Signale an das Herz losschickt. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, dass dabei Störungen möglich sind. Entweder dadurch, dass der eigene Impulsgeber gestört ist oder aber dadurch, dass die Weiterleitung dieses Impulses auf das gesamte Herz, auf diese vielen Millionen einzelner Herzmuskelzellen nicht funktioniert. Es gibt viele mögliche Ursachen für solche Fehlimpulse. Manche können angeboren sein, manchmal bilden sich aber auch Zellen, die einen eigenen Impuls abgeben. Dadurch kann das Herz unregelmäßig oder zu schnell schlagen. Während der elektrophysiologischen Untersuchung suchen die Ärzte die genaue Quelle von so einem Fehlimpuls. Martin Karch kann mit einem speziellen Katheter das Herz von innen untersuchen. Dazu wird der Katheter durch ein Gefäß in der Leiste bis ins Herz geschoben. Eine Narkose ist dafür nicht notwendig. Patienten sollten bei uns bei Bewusstsein sein, was es in der Regel auch, was sie auch sind, weil der Eingriff eben nicht schmerzhaft ist und weil wir auch während der Untersuchung gerne einen bewusstseinsklaren Patienten haben, mit dem wir uns unterhalten können, der auch selbst sagt, ja genau, das ist die Rhythmusstörung, die ich im normalen Leben auch verspüre oder einfach Rückmeldung geben kann über das, was er während der Untersuchung verspürt. Weil die Untersuchung eben nicht schmerzhaft ist, ist auch eine Narkose nicht notwendig. Überall Elektroden hin vorne am Rücken. Und
da ist immer noch ein Techniker mit dabei. Und bei mir war der eben auch neben meiner Liege gelegen. Da haben wir uns ein bisschen über die Technik noch unterhalten. Ist schon interessant, überhaupt die ganze Sache mit dem riesen Bildschirm, der da drin hängt. Faszinierend. Ich hätte eigentlich mehr mitkriegen wollen, sagen wir mal so. Weil das fasziniert mich, also wirklich. Wenn bei der elektrophysiologischen Untersuchung die Quelle der Fehlimpulse gefunden wird, dann kann sie direkt behandelt werden. Martin Karch wird dabei von moderner Darstellungstechnik unterstützt. Auf seinem Monitor werden die Fehlimpulse angezeigt. Das eine ist diese elektrophysiologische Untersuchung, die letztendlich nur zum Ziel hat, die Diagnostik durchzuführen, diese Erregungsleitung, von der wir gerade sprachen, nachzuweisen, zu schauen, gibt es falsche Bahnen, gibt es extra Schrittmacher im Herzen. Wenn diese dann lokalisiert sind und identifiziert sind, dann macht man sich auf, diese genau zu suchen, zu mappen, wie wir sagen, also eine Landkarte des Herzens zu erstellen, eine dreidimensionale Landkarte, die dann aufzusuchen und dann an der Stelle einen Ablationsimpuls zu setzen. Das heißt nichts anderes, als dass dieser Katheter sich etwas erwärmt. Da genügen schon 50 Grad Erwärmung, die der Patient dann auch gar nicht verspürt, um diese extra Muskelfasern zu zerstören, die dann diesen störenden Impulsen wieder lossenden oder falsch übergeleitet haben. Hierbei wird je nach Patient ganz individuell gearbeitet. Bei Sieghard Schneider wurde eine Lungenvene durch einen Ring abgeschottet. So können die Fehlimpulse von dort nicht mehr den Vorhof seines Herzens erreichen und das Herzrasen auslösen. Seine Herzrhythmusstörungen gehören damit der Vergangenheit an. Einwandfrei, gutes Gefühl. Sehr gut. Wobei immer noch im Hinterkopf die Bremse da ist, irgendwo mit Belastung. Der Doktor sagt zwar, Ausdauertraining machen und wieder belasten und. Aber man traut sich nicht, sage ich mal so. Man traut sich nicht. Es wäre vielleicht mehr möglich. Durch die Krankheit konnte Sieghard Schneider knapp 6 Monate nicht arbeiten. Nach der erfolgreichen Behandlung ist der Lokführer nun wieder ohne Einschränkungen im Einsatz. Und bei uns gibt's jetzt gleich wieder die Kinder- und Babygalerie. Die können Sie auch mitgestalten. Schicken Sie doch einfach schöne Fotos von Ihren Jüngsten an redaktion@tv-allgäu.de und dann werden Ihre Kleinen schon zu solchen Stars. Und zwar in unserer Kinder- und Babygalerie. Also denken Sie dran, schicken Sie uns Ihre schönsten Kinderbilder an redaktion@tv-allgäu.de. Da können Sie übrigens auch Ihre schönsten Winterfotos hinschicken, denn wir haben aktuell ein Gewinnspiel laufen. Fotografieren, einschicken, gewinnen. Schicken Sie uns Ihr schönstes Winterfoto. Egal ob beim Rodeln, Wintergrillen oder ein verschneites Landschaftsbild. Und sichern Sie sich damit die Chance auf 2 Tagesskipässe für das Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg. Ab dem 27. Januar können Sie täglich 2 Wochen lang in unserer aktuellen Sendung gewinnen. Das Los entscheidet. Schicken Sie uns einfach Ihr selbstgeschossenes Winterfoto an redaktion@tv-allgäu.de. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.tv-allgäu.de. Blutspenden kann Leben retten. Beinahe täglich kann man irgendwo im Allgäu Blut spenden. All diese Termine müssen koordiniert werden. In Kempten kann man beispielsweise am Montag zum Lebensretter werden. Rund 130 Blutspendetermine organisiert das Rote Kreuz täglich in Deutschland. Wir haben mit Klaus-Peter Lang vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes über die Bedeutung von Blutspenden gesprochen. Grüß Gott, Herr Lang. Sie koordinieren hier in unserer Region die Blutspendentermine. Wie viel sind das denn ungefähr im Jahr? In meinem Gebiet sind das ca. 450 Blutspendetermine pro Jahr. Welche Bedeutung hat denn das Blutspenden? Blutspenden ist sehr wichtig.
erstens kann Blut momentan noch nicht künstlich hergestellt werden. Und wir haben in Bayern einen täglichen Bedarf der bayerischen Kliniken von etwa 2000 Blutkonserven. Es ist unsere Aufgabe, die zu besorgen. Wird dieser Bedarf gedeckt oder sind noch zu wenig Blutspenden? Momentan sind wir gut dabei. Die Leute gehen fleißig Blutspenden und wir haben ein, sage ich mal, ein ausgeglichenes Konto. Wie werden denn die Blutkonserven eingesetzt? Die Blutkonserven werden, wie ich vorher schon angesprochen habe, an die bayerischen Kliniken verteilt. Dort werden jeden Tag ca. 2000 Konserven in ganz Bayern benötigt. Und sie werden zum Beispiel in der Krebstherapie verbraucht oder bei schweren Unfällen. Ich habe dort ein Beispiel. Wir hatten vor 5 Jahren einen Bergwachtkameraden aus Opferau bei Füssen, der beim Rückweg von einer Bergtour in eine Schlucht stürzte und dann über ein Jahr lang in der Unfallklinik Murnau lag und dort mehrere hundert Blutkonserven bekam. Felix Brunner ist mittlerweile genesen. Er sitzt zwar im Rollstuhl, aber er ist super drauf und setzt sich auch voll für die Sache ein und ist praktisch als Botschafter unterwegs und wirbt für die Blutspende. Ist es ungewöhnlich, dass jemand so viele Blutspenden ja, auf einmal braucht? Es ist bestimmt jetzt nicht an der Tagesordnung, aber wenn eben solche schweren Unfälle mit diesen Folgen, die der Felix hatte, zustande kommen, dann ist der Bedarf natürlich groß. Was muss man denn beim Blutspenden beachten? Man muss zwischen 18 und 69 Jahre alt sein. Man sollte sich gesund fühlen. Dann sollte man ausreichend gegessen und getrunken haben. Ich sage mal 1,5 bis 2 Liter sollte man getrunken haben. Alkoholfreie Getränke natürlich. Und dann kann man einfach mal zu einem Blutspendetermin gehen und den Rest machen dann die Ärzte und unser Team. Und wie oft kann und soll man denn Blutspenden gehen? Also es gibt für Frauen die Regel, dass sie 4-mal im Jahr Blutspenden können und Männer 6-mal im Jahr. Man kann so oft Blutspenden gehen, wie es einem gefällt und gut tut. Und wo kann man denn überall Blutspenden gehen? Blutspenden kann man hier im Allgäu eigentlich in jeder größeren Gemeinde oder Stadt. Das ist je nach Größe, haben wir eine verschiedene Zahlen von Durchläufen pro Gemeinde. Da gibt es Gemeinden, da sind 4-mal im Jahr Blutspenden, 1-mal im Quartal also. Oder dann hier, wie in Kempten oder in Kaufbeuren oder in Memmingen, ist 1-mal im Monat. Und da kann man dann gehen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Bitteschön. Nächste Woche erfahren Sie mehr zum Thema Blutspenden. Für heute heißt es erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.